Moin Moin Leute, ja, willkommen zu diesem Video. Ja, ich bin wieder beim Midsommerfest. Ich habe da schon mal so ein Video zu gedreht, leider hat man mich einfach nicht verstanden. Das mache ich jetzt da mal weiter. Also ich habe mir diesen Stamm hier geholt. Und hier dieses Feuer errichtet. Feuerblitz. Ja, Granges Dunislam. Blätter. Wir schmücken die Midsommerstadt zu Ehren der Jahrzehnt mit frischen grünen Blättern. In den Wäldern zwischen ihr und dem Mahlenstall gibt es Äste in Hülle und Hülle. Wir benötigen viele Blätter. Immer so bitte dein Wärmel und Wärme so viel wie 2 Tage können. Flächen. Mit Blumen verhaften. Eine richtige Midsommerstadt auf Weltblumen. Und die Schönheit ist noch nicht zur Schau zu stellen. Ich glaube nicht. Wenn du ein paar Blumen kannst, weil dann, warum machst du? Mach du, dann werd euch nicht auf den Weg und pass auf. Ein bunte Blüte, sobald du die Blätter um dich schon hast, kannst du sie mit diesen Blumen schmücken. Super! Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich habe gesehen, dass einige unter euch, also euch meine Zuschauer, Probleme damit hatten, ihr Pferd danach wieder zu finden. Ja, ich kann euch das danach zeigen gleich, wo ihr es finden könnt. So, ja, weil ich diese blöde Quest schon mal gemacht habe, oder zumindest teilweise weiß ich jetzt, wo was ist. Da, die Turin-Ausrüstung. Hä, warum verschwindet das einfach so im... Aha, tut mir leid für diesen Ausdruck, aber im Arsch meines Pferds. Nicht ganz leicht unnormal. Ich glaube, jetzt sieht man es auch nicht mehr so gut. Wie schön das Ganze wäre. Ich habe gehört, dass der jetzt daran arbeitet, dass man die Items, also die Werte übertragen kann. Das finde ich ganz, ganz scheiße. Sagen, weil das, dann habe ich mir die ganze Zufriedenausrüstung für nichts gekauft. Kann man sich irgendwie etwas Hübsches holen, das keine Werte hat, für nix aus Starcoins, danach irgendwie etwas für mega viel Starcoins mit super Werten oder wenige Dinge für einfach ein paar Starcoins oder Jahrwegschillinge und danach kann man auch die Werte da drauf tun und danach hat man einfach ein unschlagbares Set, muss ich sagen, das finde ich ziemlich scheiße. Also es ist jetzt keine Kritik, ich finde es eigentlich ganz gut. Weil jetzt kann man nur so Soundzeug irgendwo, ja, nützlich machen. Für Championate. Aber jetzt alle diejenigen, die sich jetzt ein Druiden-Soundzeug halt zum Beispiel gekauft haben, so wie ich, und das hat ziemlich was gekostet, muss ich sagen. Ich brauche es zwar eigentlich nicht mehr, aber, also nicht, aber trotzdem, ich finde es echt irgendwie gemein. Dann hat man das ja fast wie für nichts gekauft, weil ich habe es mir gekauft für die Werte. Und ich weiß, Druide heißt. Also auf dem Namen. Ja. Wunderbar, das ist die tollste Midsommerstadt eh und je werden. Ja, aber die Farbe. Supi. Naja, wenn wir gleich hier sind. Weil
wenn ihr bei der Ranger Ashley, Rangerin Ashley hier was macht, dann taucht euer Pferd hier bei diesem Ponyzirkel auf. Bei dem Ranger Stanislav hier. Das müssen wir jetzt gerade selber rausfinden. Ist das Pferd hier. Zack. Tada! So. Die Windsäume steigen sich fantastisch auf, aber ich werde das natürlich nicht los. Das ist das viel Geld. Wie ein Blumenkranz. Blumenkränze fehlen noch auf der Stange, um auf die traditionelle Weise zu feiern. Zufällig habe ich eine Werkbank aufgestellt, damit die Gäste ihre eigenen Blumen liefern lassen. Du kannst dort große Kränze flechten. Darüber zum Blumenkronenwerkbank. Was denn? Kann ich tun. Ich bin jung, weich. Tada. Super. Geil, das ist. Bin ich. Und Einlauf sinkt da überhaupt nicht. Ah, ich hab's jetzt rausgefunden. Mit X kommt der vom Pferd. Und ich hab was gedacht. Nee, was soll denn der Scheiß? Und dann hat's mir wieder. Das ist X. Blätter Kranz plus. Die Ranger haben bereits dafür gesorgt, dass du die nötigen Ressourcen hast, um vier Kränze herzustellen. Drücke auf Herstellung und dann anfangen wir jetzt zu beginnen. Ja, zwei haben wir ja schon. Gleich sind wir am dritten. Kleine Kränze schwierig, wie ich gerade, weil meine Hände sind da ja komplett, also die Hände der Mariana hier sind ja komplett ruhig. Also, das ist jetzt nicht einfach sein, würde ich sagen. Und wir jetzt nicht nochmal. Ich hab da geträumt, dass irgend sowas in von hinten in der Nähe, dass man da Urpferde kaufen kann. Also nicht ein Urpferd, aber ein alter Pferd und da waren Urpferde dabei. Das hab ich mir dann gleich gegönnt. Wo sind die Kranze? Wir können die Stange erden. Er ist dann auf der Nähe fertig geschmutzt. Ach, oh fuck, stimmt. Na, was da? Ausgezeichnet. Da ist der Firefly wieder. Nice! Na, sag ich da auch nicht. Smart. Wisst ihr was? Ich glaube, ich darf nicht. Ich glaube, jetzt dann selber mal krass. Ich hab Bock drauf. Oh fuck, ich hab mein Pferd nicht dabei. Ja, ohne Pferd geht das nicht. Merkt euch das, Leute. Ohne Pferd geht da nichts. Ohne Pferd habt ihr da abgelöst. Ja. Zack. Da bist du. Hallo. Ein Firefly. Aber jetzt seht ihr mal, wie ein Level 10 Pferd ohne eine Verfälschung ist. Okay, das muss ich mir jetzt anschauen. Was nur ein Starcoin? Oh mein Gott, die gönne ich mir jetzt alle. Für einen Star Coin, sowas kriegt man ja wohl eher selten. Für einen Star Coin, oh mein Gott. Ich gebe mir was um. Nee, obwohl die... Jetzt blöd. Das hat noch ziemlich gute Werte, wie ihr es hier sehen könnt. Und das ganze Göttin-Outfit, weil ich finde es passt irgendwie. Wo ich sagen muss, Sweet Cream, das gefällt mir auch. Kann ich mir das jetzt vielleicht? Nein. Ich habe schon genug Gas gegeben für die. Hier. Ja. Ihr wisst, was ich meine, so in den letzten Tagen. So, gehen wir weiter hier. Ja, ich denke, wir wollten die Quest sehen, aber... Die
aber. Ja, ich habe die Chance, einen großen Trank zu machen. Da habe ich jetzt heute dran gedacht. Und morgen kann ich das sicher wieder machen. Bauen die erst gerade die Küste? Ah nein, das ist ein König. Hä? Nein, das ist das nicht. Wer wird mich verarschen? Ja, Plaster Seele. Ich denke, bei sowas müsste es ein bisschen klarer artikuliert sein, wann man sowas machen kann. Hier wieder zu der Ranking. Sicher! Wer bekommt denn sonst die Expertise? Ist der Feuerzeug? Oh ja, das muss ich danach noch machen. Regenbogengold. Ah ja, jetzt geht's auch super. Ah, ich hab jetzt das Feuer in der Hand. Ich glaube, es ist jetzt nur für mich sichtbar. Oder für dich selber schon gemacht. Oh mein Gott. Okay. Ich hör mal hin. Klingt schon relativ nice, muss ich sagen. Ziemlich nice sogar. So, hab ich. Also, Entschuldigung. Manchmal geht mein Gebet. Was ist denn Feuer? Ja, super. Das bin halt ich Mr. Sicher. Oder hier im Spiel halt. Mist Sicher. Und hier hinten hier halt das Pferd. Super, muss ich sagen. So, ich hoffe mal, diesmal überhaupt mal nicht. Ich hätte keinen Bock, das nochmal zu drehen. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun. Es ist Zeit, die Stange aufzustellen. Das macht jetzt schon auf die Plätze fertig. Super. Ja klar, ich werde euch das halt gleich so Rückschmerzen bekommt oder sowas. Vielleicht hilft er uns, aber ich denke nicht, dass er uns hilft. Dann braucht man ein kräftiges Pferd halt in Hannoveraner. In meinem Fall. Oder sonst in Nordschwedisches Kaltblut. Ich weiß auch nicht so genau. Ah, ich hab falsch gedrückt. Hihi. Ja. Aha, das ist vom Rundpferd. Ja, ich lese. Ja. Wie die das dann? Großartig sind die Sommerschirme. Ganz job. Und der perfekte Hinten. Für den Vorstand. Du weißt noch, wie der geht. Ja, nein, das weiß ich nicht. Deshalb geht der auch nicht weiter. Da ist der Ranger. Bevor wir das Oberwasser rausholen können, gibt es noch eine letzte Möglichkeit, damit wir das machen, dass wir sowas nicht vergessen werden. Weil es ist genau jemand, der sich auf die Schlange oben auf der Mittsommerstange platziert. Du hast dich mit deiner ganzen Leben selbst betrunken, deshalb bin ich hier. Die Fahne zu essen. Ja! Mach schon Flat Hope, ja. Du schaffst es. Oh mein Gott, 50 auf euch schlimm. Das geht nicht so viel. Aber 50 für mich und 100 für mein Pferd. Also, da hätte ich vielleicht mit einem anderen Pferd kommen sollen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das Pferd jetzt zu wechseln. Also. Oh, ich springe über die Tische. Und meine Arbeit tue ich nicht. Ich krieg doch nicht. Und dann ist auch irgendwo zu dem Gegner gleich. Ich höre euch, Digga. Wenn. Ab und flippe ich komplett aus, aber nein, das wird er nicht. Das ist gerade 31 für mich.
Ah, von daher kommt der. Nicht dann sowas von. Okay, irgendwie komisch. So, haben wir jetzt da die Fahne? Nee. Ja, was soll denn das? Ja, scheiße. Soll ich mir hier eine Fahne helfen, wenn ich nicht meine Fahne krieg? Das macht ja das Welt Sommerfest 2019. Geht uns gut 2019. Das ist wirklich ein Absatz. Ich hätte gedacht, ich schreibe gesagt, das Welt Sommerfest kann wirklich nicht mehr. Nein, ich schreibe das. Das ist alles richtig geil. Okay. Ah, ja. Jetzt kann ich das machen. Kann ich den Scheiß machen. Okay, aber trotzdem, Name verabschiede ich mich, Leute. Also, mit den hübschen Mädchen. Da mache ich dann weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute.